Auch von meiner Seite herzlich willkommen in Bezug zu Biel. Wenn man mich gefragt hat, so mit 16, von wo kommst du, habe ich immer gesagt, ich komme von Met. Weil ich bin zu Met geboren, am Safnerweg 24. Das ist so ein Quartier, wo noch heute, wenn ich dort durchgehe, kommt immer so ein Heimatgefühl auf. Viele Kinder, riesige Spielwiese. Dort konnte man sich so richtig austoben. Bis dann meine Eltern, mit, als ich 13 war, die sensationelle Idee hatten, sie jetzt sozial aufsteigen und auf Orpung gezögelt sind. Was für mich ganz schlimm war. Oder? Und, das Einzige, was dort gezählt hat, ist möglichst ein schnelles Fahrzeug haben. Ich hatte lange so ein oranges Clubman-Rennvelo, oder? Dass man möglichst zur Bung einfach möglichst schnell wieder zu Met war. Und der Grund, ich weiss nicht, die den Titel gelesen haben, oder, ist die Jugendmusik Met. Ich bin ganz früh bin ich in die Jugendmusik Met. Ich komme eigentlich aus einer Familie, die sonst mehr Sport interessiert ist. Aber ich habe das Geburtsgebrechen am linken Fuß. Und das hat sich, die Frage hat sich gar nie gestellt, dass ich Sport treibe. Sprich, durch das bin ich dort Musik, zur Musik gekommen. Die Jugendmusik Met war für mich wirklich so heimathaft. Der Werdegang von Jugendmusik ist dann irgendwie mit 16 kommt man dann gleichzeitig in die Musikgesellschaft. Da ist man dann sogenanntes Freimitglied in der Jugendmusik Met. Aber was bleibt, das sind die alljährlichen Musiklager. Und das sind auch so die ersten Erlebnisse, wo man mit ganz viel, wir sind alle zwischen 50, 70, 80 Jugendliche und Leiter gewesen in diesen Musiklagern. Wo man so lernt, wie man in grossen Gruppen miteinander umgeht, wie man kommuniziert. So wirklich meine Lebensschule gewesen, oder? Weil ich habe schulerisch ist so durch das Geburtsgebrechen, ich konnte erst etwa mit 5 wirklich mich bewegen. Und als ich mich endlich bewegen und rausgehen konnte, muss ich sagen, ist mir die Schule ganz ehrlich, die ist immer hinten reingekommen. Meine Mutter hat mir irgendwann erzählt, ich habe es selber probiert, aber dann bist du in die Küche gekommen, du hast einfach rausgeschaut, bis ich selber gesagt habe, geh doch raus. Oder? Und so ist es dann geblieben. Ich habe dann nachher irgendwann die WBK gemacht. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, Weiterbildungsklasse von Stadt Biel. Das war quasi so das Aufholen von der Realschule zur SEC. Und habe dann nachher in Orpung auf der Gemeindeverwaltung Verwaltungslehre gemacht auf der Gemeindekasse. Und als die fertig war, 19, Wohnung am Geisseriedweg, oder, das war einfach das ist ganz klar, ich will zurück auf Met. Zu dieser Zeit hat es so eine Tanzband in Met, die Anacondas geheissen. Und das ist wirklich so. Das gibt es heute glaub, gar nicht mehr. Oder? Da ist man so von Festzelt zu Festzelt im Seeland. Oder? Und die haben dann quer durchgespielt. Oder? Von Peter Hinnen über Beatles bis zu Chuck Berry einfach zum Tanzen aufgespielt. Oder? Und dort bin ich immer mit, der Wochenende, mit meiner Jugendliebe. Erstens haben wir gerne tanzen. Und zweitens sind die froh gewesen, wenn einer gleich Box aufgestellt hat, gekabelt hat und so. Und dort hatte es einen Gitarrist, gehabt, der hat das gemacht, für das er, ich weiß nicht, was dem für Gagen gegeben hat, oder? Vielleicht hat es 50, 100 Stutz gegeben, irgend dort rum. Aber dass ein bisschen Geld reinkommt, hat er bei dieser Band gespielt. Und 1980 hat er mich dann gefragt, hey, da gibt es eine Jazz-Rock-Band und wir brauchen einen Roadie. Da habe ich mal so gesagt, ja, also erstens, was ist das? Ich habe das Wort zuerst mal gehört, oder? Das hat also nichts mit einer Roadie zu tun, die reinschlägt, sondern eben mit Road, oder? Ja. Mit on the road, schleifen, kabeln
machen. Und das war der Herr gewesen, ganz oben rechts, der Hans-Peter Dubach. Er ist übrigens der Vater von Rea Dubach, Sängerin aus Biel, mittlerweile sehr bekannt. Oder? Dann habe ich gesagt, ja, ich komme mal hören. Dann bin ich da von oben mal in das Übungslokal. Oder? Und ich muss ganz ehrlich sagen, der erste Eindruck, also für Musik. Ja, ich meine, ich habe dann so ein bisschen Deep Purple gehört, was man halt gehört hat. Oder? Und dann kommt man da in einen Keller rein, Jazzrock. Und das hat mir meinen Kopf also recht durcheinander gebracht. Oder? Aber was geblieben ist nach dieser Probe, muss ich eins ziehen. Und was geblieben ist, ist, sie waren einfach super sympa Typen gewesen, oder? Und ganz eine andere Welt, als ich kennt habe. Weil Met, das war so, Bären, Rodeo, Treff, Metterstübli, Bahnhöfli, Eidochs, vielleicht noch Rebstock Bötzingen. Gut, wenn man über die Grenze ist, nach Bötzingen ist schon etwas passiert, oder? Aber das war eigentlich meine Welt gewesen. Und plötzlich ist es halt der Böpp, Gardinal und nachher vor allem zuerst mal in Kessel, oder? Das war ein unglaubliches Erlebnis für mich. Also, und dort bin ich wirklich an einem Ort gelandet, wo ich vorher null Ahnung hatte. Wirklich 21 und immer zu Meck gehockt und plötzlich ist man im Kessel und einfach mal zu Mauer offen. Oder? Mit den New Points waren wir nachher extrem viel unterwegs gewesen, bis es dann zur Trennung kam. Bei New Point, unsere neue Gruppe hat in Biel. Der Hans-Peter Dubach oder Jean-Claude Pasch, die eben beide bei New Point waren, die sich nachher mit dem Jean-Pierre Schaller, mit dem Olivier Forel und rechts der Hans-Jörg Monning, der Action Painting hat gemacht bei dem Konzert, zusammen da. Und das war auch mein Einstieg als Soundingenieur. Also der Janki hat dann gesagt, hey, wir brauchen jemanden, der den Sound macht. Er hat dann schon ein kleines Studio gehabt. Dort habe ich nachher angefangen, den Knopf zu drehen. Heute macht man eine Fachhochschule, oder? Es gibt mittlerweile, glaube ich, etwa 4 in der Schweiz. Dann hat man einfach Learning by Doing gemacht, weil es hat keine Ausbildungen gegeben auf Sound Engineering. Und so hat es dann auch angefangen, weil mit Cocktail bin ich unterwegs gewesen und irgendwann ist haben wir in Bad Ragaz gespielt und dort hat es eine Gruppe gehabt, die jetzt Splash geheissen. Die haben nach dem Gig sind wir verhangen. Das erzähle ich jetzt nicht, wie viel ist, dass ich verhangen bin nach dem Gig. Das wäre schon Chef der Rotfaden, oder? Also, das gehört ja irgendwie dazu. Und haben gesagt, hey, wenn die jetzt Bio-Gig organisieren für uns, dann machen wir einen, ich weiss nicht mehr, wo es war, irgendwo im Argo. Einen, ich glaube, es war in Baden für euch. Und so ist es eigentlich entstanden, dass ich das erste Konzert organisiert im Kessel. Das ist 1984 ist das passiert. Und von dann an eigentlich die Geschichte nachher angefangen. Zu dieser Zeit habe ich auch jemanden, Ernst Reiben, getroffen. Und das war für mich ganz eine wichtige Person gewesen. Wir haben extrem viel zusammen gemacht. Also fast alles, was ich aufzähle, unter Festivals, also so die ganzen 80er und 90er Jahre, war eigentlich alles mit dem Ernst Reiben. Das war für mich am Anfang wirklich ein Mentor. Das hat sich dann irgendwann eingependelt auf gleichem Niveau. Und wir haben bis weit in die 2000er Jahre haben wir Sachen zusammen gemacht. Es war für mich etwas Wichtiges von Anfang an, erstens vernetzt zu arbeiten und zweitens war es immer wichtig, dass man ästhetisch gut daherkommt. Ob das im Vorfeld ist, in der Werbung, oder ob das am Anlass selber ist. Und das, was jetzt kommt, das hat ganz schwer dazugehört. Und es ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt, eine riesen Sammlung. Zudem kann ich sagen, dass das erste Volkshausfestival gewesen, also das war die Wiedereröffnung vom Volkshaus, nachdem die IGBM, die Interessengemeinschaft Bieler Musiker, für das Volkshaus gekämpft hat. Weil das Volkshaus hat eigentlich ein Warenhaus gegeben. Und da ist man auf die Strasse. Einfach das, was leider
Du hast ja gesagt, ich darf auch ein politisieren. Oder? Das, was leider nie passiert ist, ist das, was wir eigentlich verlangt haben, haben wir nie bekommen. Es wäre nämlich ein Übungsraum gewesen, es wäre ein Saal gewesen, den man wirklich können brauchen konnte. Auch für diese Szene, das ist leider nie passiert. Am Antidilettanti, einer von mir, von der, wirklich der Schlumpf, Schlumpfselig, einer von den ganz grossen, für mich in Sachen Text, ist für mich auf gleicher Ebene wie ein Stillhase oder so. Also, es gibt übrigens ein sehr schönes Textbuch von ihm. Er ist leider gestorben. Er ist der Schlumpf links unten. Das habe ich reingenommen, weil in dieser Nacht ist meine Tochter geboren. Und ich bin am Mischpult gestanden, im Kessel, wo mein Lebenspartnerin Heidi gekommen ist und gesagt, du machst dich nicht lange nach dem Konzert. Oder, und am 20.04. 20.03 war sie geboren. Wir sind, glaube ich, etwa am 2:50 ins Auto gestiegen, in die Linden rauf und um 20.03 war sie geboren. Ich bin gar nicht nachgekommen, was geht. Hier haben wir ihn wieder, der Avanti-Dilettanti, der Schlumpf. John Otis, eines der ersten internationalen Konzerte, die wir gemacht haben. Andy Marti, Werner Lüdi, auch selig. Eddie Harris. Ich meine, schaut einfach die Leute an. Oder? Es ist jeder einfach so etwas wie Eddie Harris. Oder? Fred Wesley, und da habe ich eine wunderschöne Geschichte, weil die ist genau dann passiert. Ich komme in die Garderobe und dann sagt Fred Wesley, hey Daniel, I must make a pee. Oder? Dann sage ich, genau, sage ich, yeah, out on the tree. Oder? Dann sagt er, you're kidding, oder? Dann sage ich, nein, wir haben keine Toilette im Kessel. Du musst jetzt entweder hier raus und den Baum, oder sonst müssen wir über in die Villa Fantasy. Und dann hat er sich fast nicht mehr erholt. Er hat wirklich einen Lachanfall bekommen. Und jetzt einfach, hat mir, glaube ich, etwa 3 Mal gesagt, we are in Switzerland. Dann hat er gesagt, ja, but you are in the good ball in Biel, oder? Ja, ja. Das war nachher die Zeit gewesen, eine kurze Zeit, wo das 20 CTS, also das Kongresshaus umgebaut wurde, haben wir im 20 CTS extrem viele Veranstaltungen gemacht. Das war 2001, ist das bis Anfang 2002. Das war vorher Maria Serrano, Carlos Leal, Sans Unique. Gut, da sind wir schon einen weiter. Vielleicht noch zum 20 CTS. Das ist eigentlich die beste Location, gesehen, wo wir in Biel jenes hatten. Sie hat am besten gedönt. Es waren alle extrem wohl. Die es nicht mehr wissen, es ist jetzt dort Parking vom Gop. Es ist also der Teil, der an Walserplatz angrenzt. Der erste Stock. Oder mit der Rampe rauf. Es ist eine Blackbox reingemacht worden. Es hat akustische Massnahmen gehabt. Ich kann euch auch sagen, die OGB wäre am liebsten einfach dort geblieben. Es hat nie mehr einen Raum gegeben in Biel, der so gut tönt hat. Und es wäre ein unglaubliches Geschäft gewesen für Biel, weil es ist eine Halle, die es in der ganzen Region nicht gibt. Es hat über 2000 Kapazität gehabt. Wir haben unter anderem den Kofi Annan Empfang dort drinnen gemacht mit dem Stefan Eicher, mit 1400 Leuten sitzend. Ich weiss noch, wo der Annan ist reingekommen, der ist auch aufgestanden. Das hat, also ich bekomme noch heute Hühnerhaut. Und es hat vor allem dann das einzige Mal für mich, das ist für mich persönlich, das Biel, einen Direktor in CTS, der eine Vision hatte. Das war Peter Hauri. Und der ist leider anfangs 2002 mit dem Gleitfallschirm schwer verunglückt. Er ist in eine Grauhalde rein und ist wirklich also auf Berndeutsch gesagt, muss gewesen. Und weil er wäre eigentlich bereit gewesen für die Halle. Er hat eigentlich gefunden, wir machen das Kongresshaus zum Kongresshaus und behalten das CTS für Kultur. Oder? Ich hatte eine Kooperation gehabt, zum Beispiel mit All Blues Zürich. Es hat Music Service von Bern, der auf Biel kommen wollte. Also es wäre ein Ort geworden. Wir hatten 30-40% Berner in unseren Veranstaltungen, weil wir mit dem Zug reinfahren konnten. Hätte nicht sein sollen, aber
Es wäre ja eigentlich mal dort, oder? Jetzt kommen wir gleich zu den Festivals. Das ist ein riesen Biggie. Ich bin ganz früh beim Bodring eingestiegen. Das ist eine Szene vom, ich glaube, es war irgendein Jubiläum. Da haben wir mit Grönui und ich als Schlagzeuger, also ich habe es auch mal probiert. Haben wir jeden Abend haben wir so einen Auftritt gehabt, kurze Sequenz. Und Bodring war für mich ganz eine wichtige Sache gewesen. Ich war erstens der erste Gesamtkoordinator von Bodring, der angestellt war. Das hat es vorher nicht gegeben. Vorher ist alles über das Kollektiv gelaufen. Und seitdem hat es immer eine Gesamtkoordination in Bodring. Living Art Tandem, Lukas Weiss, Romano Corrara. Übrigens, der Romano Corrara ist bei Cocktail ganz am Anfang, ist er aber auch bei den Shows auch dabei gewesen. Wir haben 91 und 93 auf dem Gasächerial Bifopa gemacht, Bieler Volkspark, Babobi, Parc Populaire Biennois. Und dort haben wir eigentlich zeigen, wie man Leben in die Stadt bringen könnte. Ich muss sagen, wenn ich jetzt schaue, was daraus ist worden, finde ich es nicht wahnsinnig gelungen, außer dass der Kessel noch dort ist. Wir haben eigentlich davon geträumt, wirklich im Stadtzentrum ein lebendiges Quartier zu machen. Oder? Und wenn ich jetzt durchfahre, auch beim Güterbahnhof, habe ich das Gefühl, der mit dem Lebendig, also der ist nicht wirklich da. Oder? Wir haben dann während 10 Tagen haben wir wirklich mehr Stadtlauf organisiert. Wir hatten Kinderanimation, Velowerkstatt, wir haben Beiz aufgestellt, wir konnten zum Mittag essen und. Also, das wäre einfach die Idee gewesen, wir wollen in der Stadt ein neues Quartier bauen. Und es ist leider nichts daraus geworden. 1991, vorher der Polo Hofer mit dem Ernst Treibend, Braderie. Das war das erste Mal, dass kein Umzug war, dass eine Bühne stand. 1991. 700 Jahre vier. Und die Bühne ist da zum Ausdruck gestanden, wo jetzt das Zargat steht. An dem oben hat er einen verbrannt. Ich bin nämlich dort. Wenn man das Foto noch ein mehr rechts geht, dann wird man sehen, ich habe dort den Monitorsound gemacht. Und ich habe in der Bäuerstrasse gewohnt. Und wir waren am Mixen gesehen und plötzlich so Rauchsäulen gesehen. Und ich dachte, shit, das ist aber ziemlich unsere Richtung, oder? Und ja, es war genau vis-à-vis, aber uns ist dann nichts passiert. Und auch sie haben dann 91 nicht an Barberie gespielt, sondern an Braderie. Full My Daisy, Hoca und Karin Afropfingsten. Fast 20 Jahre in Winterthur. Das ist entstanden, 1989 das WWF-Festival in Biel, also Rotto. Und dort hat einer mitgemacht, der mich nachher im 93 gefragt hat, ob ich einsteigen bei Afropfingsten, sie wollen auch etwas grösser werden. Und dann haben wir im Sulzer-Areal in Winterthur Afropfingsten gemacht. Das ist übrigens auch ein Bieler Produkt hier, das ist Hervé Thio. Das ist übrigens auch er, der das Lösschen gestaltet hat. Für mich einfach ein super Künstler, ein super Fotograf. Macht super Installationen. Voilà. Moricante. Und auch das, Hervé. So macht man eine Bar, oder? Also, und es ist alles auf Platz gemacht, oder? Also wirklich in diesen Hallen drin. Und es ist wirklich aber recht afrikanisch, wie er arbeitet. Also die Gestelle und die Aufhängungen. Und ich habe noch auch das Zeug an und sage, Herr, wie hat das? Oui, es hat ja ein paar Probleme, oder? Und bis jetzt hat es immer gehabt, oder? Das ist für mich ein ganz anderes, wichtiges Festival, Irvijaar. Ist auch eigentlich entstanden, schlussendlich durch Ernst Treibend. Weil der Ernst Treibend hat mir im 98 angerufen und gesagt, hey, ich rufe jetzt die Stadt an und gebe den Kredit, den wir haben, für Jazz in Biel. Jazz Days Biel hat das mal geheißen und dort war der Kredit gewesen. Und nachdem es Jazz Days nicht mehr gegeben hat, ist der Kredit geblieben. Und der Ernst hat dann oben, wenn man Gesuche gemacht hat, Defizitgarantien vergeben. Und hat
gesagt, aber es wäre schade, wenn dir das Geld würde irgendwo in einem Topf verschwinden. Und nachdem ich abgehängt habe, ja schon lange immer gedacht, wie kann man improvisierte Musik in Biel so machen, dass mehr Leute kommen, oder? Die Idee wäre gewesen, dass auch schon mehr Leute kommen. Das klappt leider nicht, aber was klappt, ist, dass am Festival mittlerweile wirklich ein Festival ist, das weit herum bekannt ist, also wirklich weit bis ins Ausland. Das ist das, was viele Leute nicht wissen. Also wir haben Italiener, die kommen, wir haben Deutsche, die kommen. Vor 4 Jahren hatten wir 4 Japaner, die extra angereist sind für das Festival. Also weit, weit herum bekannt, ihr wie ihr. Und gegründet ist das worden bei der Garfahrt, ich und Gabi Weckerli. Das ist die Lebenspartnerin von Hans Koch. Sind wir nebeneinander gesessen, und hat die Idee erzählt und hat Gabi gesagt, da bin ich voll dabei. Und von Anfang an war die Idee, wir nehmen einen Musiker, der das kuratieren. Und das ist heute der Hans Koch, der Martin Schütz, der Gaudenz Badrut und der Krigo Müller. Ich bin ausgestiegen aus dem OK. Ich bin nur noch so Senior. Also Lea Krebs hat meinen Part übernommen und ihr helfe ich einfach noch und bin gerne am Festival. Sie haben einen Pfarrkind, der auch lange mit der Björk unterwegs war. Und eben ihr wie ihr, in der Jura-Garage, einmalige Location, einmaliges Festival. Das ist ein guter Schnitt. Und zwar sehen wir hier Volkskulturenfest Obwald. Dort habe ich ganz lange eine Bühnenkoordination gemacht. Und was mich dort fasziniert hat, ist die Kulturen, die dort aufeinander brauen. Dass zum Beispiel hier der Bödeler nach ihm einfach 10-mal mehr Gas hat gegeben, als er auch jenisch gegeben hat. Oder? Weil der hat gesteppt, der Flamengo-Tänzer, das ist einfach unglaublich. Oder? Und wie sich das dann so eben wirklich befruchtet und was hinter der Bühne läuft zum Teil. Für mich eine einmalige Begegnung. Das ist Martin Hess, der das ins Leben gerufen hat. Der ist der, der Stefan Eicher gross gemacht hat. Das ist für mich, als mir zuerst mal angerufen hat, da geht es noch Volkskultur. Oder? Aber ich war nicht einmal gesehen, dass ich das dort lang gemacht habe. Das ist ganz eine ganz andere Welt, heitere. Zofingen. Und zur Heiteren gehört auch, also ich habe lange Frauenfeld gemacht, ich habe 20 Jahre Wald um Netz gemacht, ich habe Heiteren 20 Jahre gemacht, also Stage Management. Ist für mich eine gute Abwechslung immer und ich habe das auch immer wirklich durchgemacht. Also auch als ich im Moods war, als ich im Kakatun war, weil die Bühne ist einfach etwas Eigenes. Oder? Und es ist einfach ein guter Kick und ich brauche es nicht mehr so fest. Heiter habe ich letztes Jahr den Abschied genommen. Behalten wir jetzt noch das Festival hier oder das Jazzfestival, weil ich so, das ist wirklich Familie. Oder? Das ist für mich ein einmaliges Festival. Und Anthony Braxton, das sagt genug, es ist wirklich Familie, es ist ein anderes Arbeiten als im Rock'n'Roll, mehr Zeit auch für persönliche Begegnungen. Ja, freue mich, dieses Jahr wieder zu gehen. Jetzt kommt eine Episode, ich habe 3 Euros gemacht, es hat hier in Bio angefangen, 2008, ich bin 12 in Kiew gsi. Das ist der Maidan, also das ist Krischatix da, wo vorgeht. Foto ist vom Maidan oben runter. 1,2 Kilometer Fanzone, 125.000 Leute. Also das ist, da bin ich Venue Manager gsi für die UEFA, zuständig für die Sicherheit, für alle Contents, die auf der Leinwand gelaufen ist, plus Koordination mit dem Lokalveranstalter für Kultur. Es hat ja auch, also die grössten Konzerte waren Elton John und Queen. Und an dem oben sind ca. 4 Millionen. Also, ich hatte wirklich Angst, weil
Wir haben die Leinwand gegen rausgestellt noch. Aber sie hatten keine Gitter mehr gehabt, sie hatten keine Crowd Barriers mehr gehabt. Crowd Barriers sind so also Abschrankungen, wo man Wellenbrecher, kann man dem quasi sagen, oder, wo man zwischen rein macht. Es hat einfach nichts mehr gehabt in Kiew. Oder? Und wir waren einfach alle froh, als da oben durch war und alles gut gegangen ist. Und nachher ist der im 16. Paris gekommen, Chantemax. Das muss ich noch heute sagen, als ich heim kam, habe ich gesagt, ich will. Und jemand aus Paris? Ich will nie mehr mit Pariser zusammenarbeiten, habe ich gesagt. Es ist einfach, es ist kompliziert. Es ist, sie haben das Gefühl, nur sie wissen, wie es geht. Also, meine Erfahrung in Paris ist am coolsten, sind meine Videoleute, Polen, Belgier, die Screens gemacht haben, das war alles cool gewesen, oder? Sobald ich an die Sitzung musste, also erstens an der ersten Sitzung habe ich überhaupt nichts verstanden. Und so schlecht Französisch rede ich nicht. Irgendwann habe ich dann mal gesagt, geht es mühe langsamer. Ja, gut. Es war auch so, dass das Ende ist am 12. war. Es war Abbau. Und dann kam der Gâteau-Julien. Ich war eingeladen, da oben auf der VIP-Plattform. Aber was ich nicht gewusst habe, ist, dass am 14. Juli der Bodring angefangen hat. Ich habe mich dann entschuldigt. Ich war am 14. Morgen auf den Zug und am Abend am Bodring. Das ist das Bild bei der Muse gespielt. Das ist von Foto bis vorne zur Leinwand, sind 350 Meter. Also ihr könnt euch etwa vorstellen, es sind etwa ca. 95'000. Also die zwei Leinwände, das sind die Leis, oder? Und vorne die grosse Leinwand ist 350 Meter. Das sind etwa 95'000 Leute. Und da hat die Franzosen gespielt. Das war der Final und der Tom Glor von Bero 8, also der Tom Glor organisiert seit 2008 all die Fanzonen, und zwar alle. Also in allen verschiedenen Ländern, dann war ja Ukraine und Polen zum Beispiel, und ich weiß nicht, wie viele Fanzonen es gab, und letztes Mal hat es ja ganz viele Städte gehabt, und in jeder Stadt hat es eine Fanzone gehabt. Und wir sind während dem Finale irgendwann, sind wir auf dem Champ de Mars gestanden und haben Richtung Trocadero geschaut, weil sie hatten die Idee gehabt, weil es total voll war. Und sie hatten die Idee gehabt, Fans, die neu kommen wollten, vor allem aus dem Banlieue und so, die Züge sind einfach weitergefahren und haben sie einfach irgendwie 4 oder 5 Stationen später rausgelassen. Oder? Mit dem Resultat, also zuletzt wirklich auf dem Trocadero war Krieg. Und dort habe ich die auch entdeckt, die haben unter dem Eiffelturm haben die also für Tränengas sind Düsen montiert. Also, wo die dort probiert haben, dort unter dem Eiffelturm Richtung unsere Fanzone zu kommen, hat es einfach gemacht. Und wir sind auch so, es ist etwa 700 Meter, es ist etwa die Hälfte, vielleicht etwa 300 Meter weg gewesen. Und wir haben also noch abbekommen, oder? Also gut, der Wind ist auch richtig ausgegangen, aber und es hat brennt, Container brennt, die Autos sind vom Dach gelegen und ja, und wir haben immer Angst gehabt, wenn die jetzt durchbrechen, oder? Also wir irgendwie mit 95'000 Leuten und das ist jetzt zum Glück nicht so weit gekommen. Aber der geht einem schon auf und zu, ihr wisst, was ich meine, oder? Also es ist nicht lustig. Bevor ich jetzt zu Ihnen komme, möchte ich noch schnell bei dem Festival bleiben. Also mein erstes Festival aus Stage Manager war Gurten. Aber der alte Gurten. Also das hat mit dem Gurten, der jetzt ist, nichts zu tun. Dann hat zum Beispiel der Pascal Auberson solo gespielt auf der Bühne. Oder Ernst Reiben und das Kollektiv. Also es war einfach nur der Freak-Gurten. Oder? Nachher hat Bio noch veranstaltet. Atelier Afrika und Atelier Kuba. Zwei super Veranstaltungen in ganz verschiedenen Locations in Bio. Und das hat dazu mal als Kulturabteilung. Also
Der Andreas Scherer, Rudi Lötscher haben das initiiert und eigentlich waren auch die Veranstalter. Und Ernst Rieben hat die ganze Produktion und Logistik gemacht. Das war ein Riesenerlebnis. Und ich glaube, dann hat es das erste Mal Mojito gegeben in Biel. Wir haben in Kessel hat's einen oben gegeben und dort hat der Kubaner Mojito. Also wir haben den nicht gekannt. Das war wirklich, ich glaube, das erste Mal, dass es wirklich Mojito hat gegeben. Nachher Festival de Pot, eine Veranstaltung, die Ernst Rieben, das war gegen Rassismus in Freiburg. Für mich ein ganz wichtiges Festival. Auch so politisch wirklich das erste Mal, wo irgendwo ja, klar Statement gegen Rassismus, das war vorher nicht so ein Thema bei mir, weil man ist ja schliesslich zu Biel, oder? Und ja, wir gehen mit den Leuten um, die da sind und die ihm entgegenkommen, oder? Nachher Miroir, Bio und Garouche, das ist das Rassemblement der Homa, der das organisiert hat, Anguignon. Eine riesige Veranstaltung. Irgendwie, ich weiss es nur noch von Garouche. Bio weiss ich gar nicht mehr, wie viele Bühnen. Also, da bin ich so müde gewesen, ich glaube, alles vergessen. Garouche haben wir irgendwie 16 Bühnen gehabt. Also wirklich mit über 100 Veranstaltungen. Dort hat mir der Ernst Rieben gesagt, als ich gesagt habe, Ernst, du musst jetzt schlafen. Er hat gesagt, sitzt ab, nimmst einen Schlüsselbund in die Hand und wenn er aus der Hand geht, bist du erholt, dann kannst du wieder gehen. Voilà. Habe ich nie vergessen. Nachher ist gleich mal die Künstlerbörse gekommen, für mich eine ganz wichtige Veranstaltung auch. Da habe ich 20 Jahre Stage Management gemacht, bis ich dann nachher Direktor im KKTun geworden. Da komme ich dann noch dazu. Dann durfte ich nachher nicht mehr auf der Bühne rumgumpen. Dann musste ich Direktor spielen. Aber das ist etwas, was mir sehr... Das war ein Sport für einen Stage Manager. Oder? Immer vier Gruppen, 20 Minuten, eine Stunde zum Einchecken für die vier Gruppen und nachher hopp auf die Bühne, fünf Minuten Umbau und das den ganzen Tag. Oder? Die IVP haben wir schon gehabt. Seit 1991 Praderie. Wir machen Bühne-Produktion auf dem Zentralplatz zur Teufelstrasse. Programmiert wird es von Praderie. So, und dann kommen zwei Veranstaltungen, die machen mir immer ein bisschen weh. Und ich denke noch heute, es hätte etwas werten können. Die eine ist Big Blue. Das war 1998. Das Festival am See. Wir waren, glaube ich, einfach ein bisschen zu früh gewesen. Auch ein bisschen zu schnell und das Programm, glaube ich, zu wenig attraktiv. Es hat dann Nina Hagen, Paolo Mendonça, Delamitri und haben gespielt. Wunderbar gelegen. Und dann haben wir, der erste Abend ist noch gegangen, weil am ersten Abend haben wir so eine Variete oben gemacht. Wir haben ein Zelt gehabt, wir haben ein Multicolor-Zelt gehabt. Haben wir Massimo Rocchi gemacht und eine Variete-Nacht, wo der Victor Giacobbo, weiss ich noch, hat er Hans Stöckli interviewt, oder? Wo hat ihm immer rauskotzeln wollen, du willst doch Bundesrat werden, oder? Aber er hat es nicht gesagt. Aber ich glaube, der Giacobbo hat das schon ein bisschen gespürt. Gut. Nachher ist einfach fertig gewesen. Sommer abgebrochen. Es hat am Samstag so gestürmt. Es war der Horror gewesen. Also, wir sind mit Schaufeln herumgesäckelt. Es hat einfach wirklich, es hat nicht so geregnet, es hat so geregnet, oder? Und auf jeden Fall war das der riesen Reinfall gewesen. Das ist extrem viel. Das hat etwa 120'000 Stutz gekostet. Hat weh gemacht. Und das zweite war Best of Bern. Das war eigentlich eine Hans Stöcklis Idee, nachdem wir bei der Expo Best of Bern gemacht haben. Und das war ein unglaublicher Erfolg. Das war der Zuschauerrekord von Expo. Wir hatten über 80'000 Dreibewegungen am Eingang. Ja, ein Jahr später kommt er und sagt, hey, komm, wir machen das wieder. Oder? Und als er dann gemerkt hat, dass es nicht so läuft, ist er ausgestiegen und ja, und wir sind geblieben, weil es ein Buch war. Oder? Und wir hatten einfach Pech, dass der 2004 ist der neue Bundeshausplatz eingeweiht worden. Und die haben fast quasi parallel das Programm gehabt, das wir hatten. Zürich West hat gespielt, der Polo war, die
der Hase war. Und wir sind dann auch ein bisschen im Klee gestanden. Nachher Wallumnetia, im Graubünden, 20 Jahre, Frauenfeld, Hip-Hop. Da habe ich dann irgendwann gefunden, das brauche ich nicht mehr. Es hat irgendwo so den Cut gegeben, wo die guten Hip-Hop-Gruppen, die noch irgendetwas vermitteln und irgendein Statement haben, immer weniger sind geworden. Und haben wir Jugendliche hier? Ich weiss, das klingt jetzt ordinär, aber so ist es eben. Oder? Ficken, Bumsen, Blasen, oder? Das ist so eine Art von Hip-Hop, wo man irgendwann sagen muss, nein, das will ich einfach nicht mehr. Oder? Und das ist, hat so Überhand genommen. Und jetzt die drei Herren, Kochschütz, Studer. 27 Jahre bin ich mitten unterwegs gewesen. Und das ist wirklich eine Familie. Freddy Studer ist letztes Jahr gestorben. Wir haben im Dezember gross verabschiedet in Schür zu Luzern. 1991, als sie ihre erste Scheibe herausgegeben haben mit Samples. Und das war dann. Das ist eine kleine Revolution gewesen, oder? Dass du plötzlich drei mit Computer auf die Bühne kommen und etwas machen zwischen Impro und Sequencers. Also, das hat den richtigen Wind gemacht, oder? Hardcore Chamber Music. Ich finde, der Blick zwischen Studer und Koch, so sind sie auch wohl auf der Bühne gesehen, oder? Immer zusammen und gleich immer gleich gegeneinander, oder? Sie haben auch lange diskutiert nach der Gig, wo zu Hause ist, oder? Gefunden haben sie es selten, oder? Der Schanki, der ist ja auch mit, wenn ich nicht konnte, weil es hat ja auch Situationen gegeben, die ich nicht konnte. Und ich möchte ein Projekt herausheben von Kochschütz Studer, das zeigt auch immer wieder für mich ihren Pioniergeist. Das war, dass sie eines Tages sich auch gesagt hat, Denno, wir machen in Zürich 30 Tage Kochschütz Studer. Dann sage ich, 30 Tage Kochschütz Studer, das spinnt ihr. Da kommen 5 Tage Leute und dann kommt niemand mehr. Oder? Das könnt ihr auch machen. Ja, das machen wir. Und dann haben wir in der alten Schlosserei Nenninger in Zürich-West, gerade vis-à-vis dazumals von meinem neuen Arbeitsplatz, weil ich dann gerade im Mutz angefangen habe. Das war eigentlich mein erster Saisonanfang im September. Ist vom 1. September bis zum 30. September in Schlosserei Nenninger habe ich Kochschütz Studer jeden Tag gespielt. Und wir haben es fertig gebracht, in diesen 30 Tagen 31 Gigs zu machen, weil wir noch einen Auftritt hatten am Jazzfestival Willisau, wo wir alles abgebaut haben, auf Willisau sind gefahren, am Nachmittag gespielt haben, wieder auf Zürich, wieder aufgebaut und am Abend der zweite Gig. Und es ist genau das Gegenteil passiert. Es ist wirklich so ein In-Place-Ort in Zürich. Und wir haben die letzten Tage, wirklich die letzten 10 Tage, haben wir fast jeden Abend Leute abgewiesen. Es war jeden Abend bumsvoll gewesen. Und es ist ein unglaubliches Erlebnis geworden. Und es gibt einen Film von Peter Lichti über das Erlebnis. Und ich kann den nur empfehlen, den mal zu schauen. Ein anderes Erlebnis, ein grosses mit ihnen, war eine Tour mit den Jangatz zusammen. Also erstens, ich bin totaler Jangatz-Fan und ja, das dürfen mischen. Das war für mich immer noch etwas am grössten. Und auch von dem gibt es einen Film, vom Karim Batwa, auch der tut ihn wirklich mal reinziehen. Ich kann beide Filme einfach noch empfehlen. So, Altresso. Das ist meine erste internationale Gruppe gewesen. Das ist Ray Anderson Alligatory Band mit dem Tommy Campbell, Ray Anderson, Gregory Jones, Frank Colon, Jerome Harris, Lou Soloff. Und da war ein Konzert mit den Slickaphonics mit den 80er Jahren im Kessel. Der Ray, das war Ray Anderson seine Gruppe. Und als er die Gruppe nachher gegründet hat, 19, ich bin nicht ganz sicher, ob es 90 war oder 91, aber es ist ja gleich eins von diesen Jahren, hat er am Agent, am Ralf Gluch, gesagt, du, der dann im Kessel da gemischt hat, das hat mir gefallen. Hast du den nicht gefragt, ob der auf Tour kommt? Dann habe ich das Telefon bekommen. Ich musste einen Break haben, weil sie sind mit dem Zug gereist. Ich mit dem Volvo hinten nach, mit ihrem Gepäck.
sind so in 3 Wochen, wir haben normalerweise so 3,5 Wochen Tournee gehabt, also 21 bis 23 Daten. Und die Kilometer sind das meistens so zwischen 12 bis 15.000 gewesen. Also wirklich ein heavy Job, aber ein wunderbarer Job. Und als ich dort angekommen bin, in Berlin war der erste Gig. Mein Englisch, dazumals, ich hatte so ein Bühnenenglisch. Alles, was die Bühne angegangen ist, ist eigentlich gegangen. Aber so die ersten 2-3 Tourneen. Aber der Tommy, ganz links, und der Frank, der steht hier mit der Scheckere, mit ihnen hatte ich Hotelhängs immer. Oder? Also, wir sind alle Nachtgigs, 2-3 Stunden noch abgehangen. Und das war eigentlich mein Englischkurs. Oder? Und so ist es immer besser geworden. Und irgendwann hat das bestens funktioniert. Nachher. Und das ist jetzt ganz etwas Wichtiges. Wenn man will, dass man einen exzellenten Gig hat, dann muss man exzellentes Essen servieren. Und ich meine, schaut mal die Augen, oder? Die essen das Tiramisu schon fast voraus, oder? Das ist in der Villa Ritter. Wir haben dann immer gekocht, wenn wir im Kesselkonzert hatten. Ich weiss noch, als ich im Moods angefangen habe, ist der Ray Anderson gekommen. Und wir haben dort im Moods, ich hatte keine Möglichkeiten für anderes Catering. Wir mussten in der Kantine vom Schauspielhaus essen. Betonung auf müssen essen. Es ist wirklich, ja, es war einfach nicht gut gewesen. Und der Ray, ich weiss noch, der hat mich angeschaut und gesagt, hey, what's happened? Dann habe ich gesagt, ja, ich habe keine andere Lösung, oder? Ich habe keine Küche. Ja. Heute ist es besser, zum Glück, aber es ist lang gegangen. Also einfach eine Geschichte, ich habe mal in einen angetauten Fisch reingebissen. Also, ich kann doch sagen, das ist etwas vom Grausigsten, was passieren kann. Ja. Da, auch mit dem Ray Anderson und Claudine Amina Meyers auf Tour gewesen. Und ich glaube, das war das erste Mal, wo am Bodring ein Nightliner vorgefahren ist. Also ein Nightliner, das ist ein Gar, wo man drin schlafen kann, wo man einfach nach dem Gig wieder einsteigt und an den höchsten Ort anfährt. Und dann waren wir so unterwegs gewesen, mit Hammond-Orgeln. Ich kann euch sagen, es ist schwer wie ein Mann. Ja, die habe ich jeden Tag aufgestellt. Aber wunderschöne Tour gewesen. Und nachher ist der aus der Ray Anderson-Geschichte ist der Lou Soloff gekommen. Lou Soloffs Food Group. Und ich zähle euch jetzt einfach schon ein bisschen Stationen auf. Nachher ist Christy Dorham, Freddy Studer mit allen in verschiedenen Projekten gekommen. Das Hendrix-Projekt mit dem Amin Ali, Phil Minton, Tom Cora selig. Der Django Bates. Dann bin ich mit George Grunds Concert Jazz Band auf Tour gewesen, unter anderem Amerika, Kanada. Wunderschöne Kanada-Festival-Tour mit Quebec, Montreal, Toronto, Edmonton, Calgary, Saskatchewan und. Mit Steamboat bin ich unterwegs gewesen. Ein Trio, Lukas Nickli, Marino Pliakas und Dominik Blum, Lukas Niklis Zoom, Pierre Favre Singing Drums, Defunk, eine meiner Lieblingsgruppen, immer 1991 ein Konzert im Kessel, 3,5 Stunden der Kessel hat brennt. Also ich meine, also eigentlich hat er ja geregnet und nicht brennt, aber vom Schweiß, der oben abgetropft hat. Oder? Look People, die verrücktesten Kanadier, die ich kenne, also ja mal eine Geschichte darf ich heute erzählen. Also sind wir in Zwil im St. Gallen. Das war so ein Ort gewesen, wo es Bier gab, und das ist gesehen und wir haben noch irgendeinen Trink wollen so. Nachher hat es geheißen, ja komm, ich nachher hat uns einer gesagt, ja es gibt Extrembar, oder? Und der Drummer von diesen Look People, der hat so Angewohnheiten gehabt, die nicht immer einfach waren für alle. Also er ist ja auch meistens ohne Unterhosen vor der Bühne.
Und auf jeden Fall ist er nachher so, das Hemmli, wie es daher ist, er dort auf dieser Bar rumgetanzt. Und es hat ein paar Soldaten drin gehabt, die das nicht so lustig gefunden. Und die sind ihm hinten nachher. Und er war ein extrem guter Kletterer gewesen und ist der Dachhähnelstür auf. Und auf das Dach rauf. Und ich sage jetzt nicht, was er auf dem Dach hat gemacht, aber die Dungen haben keine Freude gehabt. Gut. Und nachher in der Nacht, ich hatte so ein Dachzimmer gehabt. Plötzlich bollen das über meinem Gring. Oder? Und wir sind eben zwei Tage vorher das Auto aus dem Hotel geflogen, am Morgen um 4 Uhr. Und, ja. Ich habe das Dachfenster aufgemacht, oder? Und einfach das dritte hoch. Oder? Vödelbläsch, oder? Auf dem huren Dach oben. Oder? Ich habe mal gesagt, ihr seid so huren Arschlöcher, jetzt runter, ich will schlafen die Nacht, ich will nicht schon wieder aus dem Hotel fliegen. Oder? Also ich bin heute noch befreundet mit ihnen. Ich habe regelmässig mit ihnen Kontakt und es ist einfach, es sind einfach crazy Kanaks, ich kann es nicht anders sagen, sie sind aus Toronto und mit ihnen habe ich so viel erlebt. Ja. So und jetzt kommt auch, das ist auch so eine Phase, das war ein bisschen das erste Mal, wo ich ein bisschen aus der Musik raus bin. Oder? Ursus und Nadeschkin habe ich 1989 gelernt kennen, wo sie wirklich noch auf der Strasse gespielt haben mit Einrad und Kühlen und roten Nasen und gekäuselten Hosen. Das waren so die ersten Erfahrungen gesehen, Kleinkunst. Und dann haben wir 98, würde ich sagen, ist es gesehen. Ja, ich glaube es. Oder 98. Haben wir Solo-Solo gemacht am Rennweg, das ist ein Stück von ihnen. Und ich habe kurz vorher mit Ruben González in Victoria Hall in Genf gemacht. Und ich habe den Gig gemischt und habe den Gig auch aufgenommen und habe eine wunderschöne Live-Aufnahme von diesem Konzert. Und die habe ich am Soundcheck spielen für gute Stimmung und so. Und ich sage irgendwann, ja, das ist meine Aufnahme, oder? Und dann bin ich auf dem Rennweg zu Büro gehabt oben und plötzlich steht der Urs neben mir und sagt, du, eigentlich brauchen wir einen Sounddienst für unsere Varieté-Touren, oder? Und so hat er das angefangen. Das ist eine von den früheren, also das war nicht die erste, aber das ist eine von den früheren. Und dann sind wir dann hier zusammen, meistens waren es etwa 6 Wochen. Die letzte, die ich gemacht habe, war 17. Es waren 32 Shows. Es ist ein heavy Bügel, aber es macht auch sehr viel Spass, oder? Und ich kann euch sagen, die Truppen sind meistens recht wild. Also. Und da ich der war, der in den meisten Städten gewusst hat, wo man noch her kann, oder, sind sie meistens zu mir gekommen. Oder? Das war die letzte Gruppe, das Zürcher Schauspielhaus. Die Elina Burki, die jetzt gerade mit 39 am Hirntumor gestorben ist, die vor 3 Jahren auf Biel gezügelt ist, dort mit drin. Also wisst ihr, was es ist? Oder Expo 02 habe ich Produktionsleitung gemacht. Für mich waren 5 Sommermonate, die einfach für mich persönlich sensationell waren. Also erstens waren wir gut gesehen. Ich habe jemanden angestellt, der unten im Büro gehockt ist. Also sprich, ich musste nicht im Büro hocken. Ich konnte mein Zeug gleich nebendurch noch machen. Ich hatte zum Beispiel Ursus und Nadeschkin eine kurze Tour in dieser Zeit. Ich hatte 2-3 andere Sachen gehabt. Und die konnte ich machen und gleich Produktionsleitung machen. Ich habe mir dort mit drinnen das Band gerissen. Ich habe aber gleichzeitig immer angesagt auf der Hauptbühne, weil es einfach nur noch das Bild mit dem Stück bis zum Mischpult auf der Bühne und dann so humpelt ans Mikrofon. Oder? Aber es war eine sehr schöne Zeit gewesen, oder? Und diese Geschichte muss ich noch schnell erzählen. Wir haben irgendwann gesagt, so, wir müssen ein bisschen Teambuilding machen. Oder? Und dann haben wir nachher schon immer das Nachtspektakel gesehen mit dieser Wasserleinwand. Oder? Haben wir die AMG geändert, oder? Ja? Mit T-Shirts und wirklich. Und die AMG hat Licht, Kreise, Hundegebau, Alarm. Und dann haben wir die AMG genommen und sind raus. Und haben Party gemacht auf dem See. Oder? Am nächsten Morgen hat es den Käse. Stahel, Schneider, Sando, Frau Wenger, die hat nicht Freude gehabt an dieser Aktion.
Aber ich habe sie total super gefunden. Und alle, die dabei waren, es war eine super Sache. Und einfach auch schon wahnsinnig viele schöne Erlebnisse. Oh, ich bin schon. Ich muss abkürzen. He? Gut, jetzt machen wir ganz schnell. Obwohl es noch ein schöner Teil des Lebens ist. Mutz. Und das war das Erste, was ich eigentlich muss sagen, nach vielen Misserfolgen in Biel, habe ich mich immer gefragt, machst du eigentlich alles falsch? Und dann bin ich auf Zürich und dann habe ich zu Mutz, wo ich bekam, hat zu Mutz 1,5 Millionen Umsatz gemacht. Als ich gegangen bin, hat zu Mutz 4 Millionen Umsatz gemacht. Ja, wirklich endlich Erfolg gehabt. Sie hatte zwei harte Jahre gehabt, aber nachher 4 Jahre können segeln. Wirklich aus dem Vollen können schöpfen. Ich hatte im letzten Jahr Rekordgewinn gehabt, im letzten Jahr Rekordpublikum gehabt. Und das hat mir gut getan. Das hat mir auch gut getan für den weiteren Weg Zürich West in Mutz. Und zu Zürich West, da gibt es zu sagen, dass Zürich West ist für mich eine ganz wichtige Gruppe geworden. Weil die Freundschaft hat 1989 angefangen, wo wir im Kessel sie eine Woche lang bewertet haben, wo sie ihre Tour eingeübt haben. Es hat dann nachher das Album gegeben, Wintertour heisst das. Dort sind übrigens auch Fotos vom Kessel drin, wo sie am Installieren sind. Ich habe dann eine Woche lang gekocht und ich weiss einfach noch eine Anekdote, dass der Kuno beim Gig gesagt hat, eigentlich hätte er extra Hosen gekauft für die Tour jetzt und er könnte es aber nicht anlegen, weil der Schneider einfach zu gut kochen. Das war doch ein schönes Kompliment gewesen, oder? Und jetzt, sie werden nicht mehr kommen, es wird noch eine neue Scheibe geben, aber sie werden nicht mehr live auftreten. Nachher ist das KK Thun gekommen, mit ganz vielen verschiedenen Veranstaltungen, Mummenschanz, Sophie Hunger, Stress, Angelique Guiccio, das war übrigens am 8. März, Frauentag, haben wir allen Frauen eine Rose geschenkt, die sie kommen. Schöne Aktion gewesen. Wieder aus und Nadia, aber aus Duo, John Mayall, Mike Müller, Recherchearbeit über das Militär, ist ein super Stück, 90 Minuten, ich kann euch sagen, einfach so etwas von nur geil. Der Stefan Eicher, Abdullah Ibrahim und Carla Bley. Und es hat noch ganz, ganz viele andere Veranstaltungen gehabt im KK Thun. Ich hatte also ein Label gegründet, gehabt, All About Music. Und habe dort in den 4 Jahren, die ich war, sehr viel veranstaltet. Ich muss aber auch sagen, es war ein kleiner Fehlgriff. Weil plötzlich hat die Kundschaft im Leben, die ihr eigentlich nicht wollt. Weil wenn nachher Saab Waffentechnologie erklärt, wie eine Splitterbombe einen Meter über dem Boden funktioniert, müsst ihr sagen, das wollt ihr einfach nicht. Oder? Und ich habe gleich viel gelernt, noch einmal in meinem Leben. Aber ich war auch froh, als das fertig war. Und fertig ist es wegen dem geworden. Weil, also ich bin auf der Ursus Nadeskindur krank im Hotel Bern gelegen. Hotel Bern heisst es übrigens. Dann habe ich ein Telefon bekommen. Du, die im Saint-Gw sind pleite. Und nachher das Telefon abgehängt. Und dann habe ich so etwa 5 Minuten überlegt. Und dann habe ich gedacht, so, das ist die Chance. Ich habe ein SMS gemacht an Chantal Emenegger und an Sendu, den Koch. Ich habe geschrieben, ihr mit mir, Saint-Gw. Und der Sendu hat dann leider zurückgeschrieben, nein, ich gehe lieber fischen. Und, aber Chantal hat sofort zurückgeschrieben, ja. Und das war der Anfang dieser Geschichte. Wo ich jetzt drin bin, das ist eigentlich mein Lebenstraum. Ich habe 1986, als ich Musikladen hatte, mit dem Dino Rees, an der Bergstrasse, wo zuerst im Bielerhof war, und nachher sind wir ab der Bergstrasse gezogen. Ich habe 1986 im Büro gesagt, ich habe in Biel mal ein Haus mit einer Beiz und einem Club. Und das war mein Lebenstraum und das war die Möglichkeit, den zu erfüllen. Es haben ganz viele Leute gesagt, hey, vergiss es. Was willst du aus dem Sage machen? Da der komische Saal dort oben, oder? Mit dieser weißen Dilli und den Stoffen, die überall abgehängt.
Ja, ich finde, wir haben etwas Schönes daraus gemacht. Also ich finde es einfach, es ist ein wunderschöner Club geworden, er ist zu wenig hoch, aber das macht den Charme, den er hat, tut ihm das verzeihen. Da haben wir auch ein bisschen angefangen, Bieler Kunst zu präsentieren. Die Gegenwand wird jetzt auch gerade behängt, weil es wird immer wie mehr. Und ich hoffe, dass das Letzte überall auf allen Orten wirklich voll ist. Oder? Und so kann es abgehen. Jemen Blues, jetzt im Publikum, Zugabe. Stefan Eicher mit Roman Novka, Hotry, Simon Gerber, Lionel Friedli. Ich würde sagen, mittlerweile ist es eine Hommage an Mikron. Da haben wir den Siru gemacht, bevor Mikron abgerissen wurde, leider abgerissen wurde. Ich finde immer noch mehr, hätte es ein bisschen gescheiter machen können, Teil neu bebauen, Teil lassen. Aber naja, aber eine super Veranstaltung war. Das ist ein Bild, das symbolisch ist für mich. Für all die Freundschaften, die entstanden sind in den letzten 40 Jahren. All die Leute rund um den Globus. Und das sind viele Musikerfreundschaften. Und Musikerfreundschaften funktionieren so. Zum Beispiel der Frank Colone, der Perkussionist von Ray Anderson, hat das letzte Mal 1998 gesehen. Wir schreiben uns regelmässig noch heute. Und er lässt mich immer auf Rio ein. Er wohnt in Rio. Vielleicht schaffe ich es mal. Und vielleicht kommt er wieder mal auf Europa. Aber das sind so Freundschaften, die bleiben ewig. Und mit dem Hans ist auch so eine Freundschaft gewesen. Der letzte Auftritt, den er zu Biel hatte, und hat er 2 Tage gespielt. Und dann ist er am Samstag scheisshässig reingekommen, weil im Vorderoben bei Technik etwas nicht klappt. Er hat alles zusammengeschissen, oder? Dann ist er neben mir abgehockt und hat ihm gesagt, manchmal bist du so ein Arschloch, oder? Dann hat er mir angeschaut und gesagt, das stimmt. Das war eben auch Hass gewesen, oder? Er hat es dann schon gewusst, oder? Ja, ich komme zum Abschluss. Das Bild ist für mich auch symbolisch. Biel für alle. Ich habe vor kurzem einen Zeitungsausschnitt zugeschickt bekommen. Und ich kann es nur sinngemäß. Der ehemalige Stadtpräsident Müller hat irgendwie 1938 oder so mal gesagt, Biel, in dem Biel hege es Hinkebein und das Hinkebein sei die fehlende Kultur, oder? Das ist sinngemäß, oder? Ich finde, der hat es schon früh erkannt, oder? Und, es ist immer wieder ein bisschen das Gleiche zu Biel. Man muss immer für Kultur, wir sind zwar die 11 grösste Stadt, aber wir sind irgendwie auf Position 22 oder so, pro Kopf ausgehend. Und wir sind zweisprachig, also die 2 Sprachen bedienen, oder? Das geht in die Sozialen rein, es geht einfach in alles das. Es wird die Lebensqualität, das Bio spielt sich vor allem ab mit dem, was wir daraus machen. Oder? Aber manchmal hat man auch von diesem Kampf, und jetzt ist auch wieder so, es ist alles ein bisschen verdeckt, man weiss nicht, weiss ich jetzt kürzer auf 24, es wird gemunkelt, da gehört man das, da gehört man dieses. Ich würde mir wünschen, dass es eine schöne Partnerschaft ist und dass eben ein Biel für alle ist. Merci. Applaus.